Mission 3 findet scheinbar unmittelbar nach Mission 6 der Trojaner-Kampagne statt, nur dass die Wikinger auf einmal mega die Heuchler sind. Laut ihnen haben die Römer und Trojaner das dunkle Volk unterschätzt und ihre Verteidigung dagegen vernachlässigt. Das sah in Trojaner Mission 6 dezent anders aus. Unser Ziel ist es jedenfalls, die beiden verbündeten Siedlungen der Römer und Trojaner 2 Stunden lang zu verteidigen. Wenn eine von ihnen alle ihre Türme verliert oder weniger als 8 Träger besitzt, haben wir sofort verloren. 8, nicht 10. Die Siegbedingung ist hier falsch. Die Siedlung der Römer befindet sich direkt südlich von uns. Hier sollten wir den Übergang früh sichern, damit er nicht bei uns hineinbaut. Dem Römer gehen leider sehr schnell die Steinfelder aus, was dazu führt, dass er kein Gebäude mehr weiterbaut. Es hilft leider auch nicht, ihm Baumaterial zuzuschicken, lasst das also gleich. Und schickt ihm um Himmels Willen keine Waffen, damit verschwindet er nur seine Träger. Die Trojaner im Nordosten der Karte dagegen machen sich eigentlich ziemlich gut, sie haben nur ein Problem. Sie bauen ihre Kaserne so, dass das dunkle Volk sie ohne Probleme blockieren kann. Das führt dazu, dass sie sich nicht weiter ausbreiten können und ihnen irgendwann der Bauplatz ausgeht. Den Trojanern könnte man durchaus im späteren Verlauf ein paar Waren schicken, aber im Prinzip müsst ihr nur ihre Kaserne freihalten. Die Mitte der Karte wird von 2 dunklen Tempeln kontrolliert, dem nördlichen gehört auch die Banacopter-Manufaktur im Zentrum der Karte. Die Berge in der Nähe unserer Siedlung enthalten Kohle, Eisen, Gold und Stein in großzügigen Mengen, hier sollte uns also kein Mangel entstehen. Östlich der römischen Siedlung gibt es ein kleines Warenlager, etwas nordöstlich davon liegt auch Sonnenblumenöl rum. Ich weiß nicht, ob es angedacht war, dass ihr euch die Sachen holen sollt, ob wir hier vielleicht sogar eine Kolonie bauen sollten, wofür der Bereich aber meiner Meinung nach nicht sicher genug ist, oder ob vielleicht auch die Mayas dabei sein sollten und hier ihre Siedlung gewesen wäre. Die Mayas hätten storytechnisch auf jeden Fall mehr Sinn gemacht als die Trojaner, da die Mayas nach den Römern in Trojaner Mission 6 am meisten vom dunklen Volk auf die Fresse gekriegt haben. Wir selbst starten mal wieder mit etwas durchwachsenen Vorgaben. Viele Siedler, aber keinerlei freie Werkzeuge und nur 5 Soldaten, die alle in Türmen stehen. Glücklicherweise müssen wir nicht mit direkten Angriffen rechnen. Lediglich einen meiner Kopter habe ich bewusst gesehen, der kam nach einer halben Stunde. Wenn ihr auf den Bau von Lagern verzichtet und eure Schwerindustrie einfach zu eurer bestehenden Waffenschmiede setzt, könnt ihr das Gebiet drumherum problemlos mit ein paar großen Türmen sichern und seid danach ziemlich safe. Um unseren eigenen Aufbau zu beschleunigen, können wir die Tatsache ausnutzen, dass wir mit so vielen Fischern starten. Eine Fleischproduktion ist damit potenziell komplett überflüssig, ist aber später definitiv kein Problem, Bauern haben wir auch mehr als genug. Sobald der erste Manakopterangriff abgewehrt ist, können wir mit unseren Level 3 Bogenschützen die trojanische Kaserne befreien. Was den Römer angeht, sollten wir etwas proaktiver sein, aber auch hier stehen gerade genug Siedler am Startturm, dass ihr effektiv wahrscheinlich nur den verteidigen müsst. Nur der Trägerbedarf der Mana-Produktion könnte euch da einen Strich durch die Rechnung machen. Unter Umständen könnt ihr auch beim Römer reinsiedeln und an ein paar Türme in den Weg des dunklen Volks setzen. In den letzten 30 Minuten wird das dunkle Volk auf maximale Kampfkraft gesetzt und spürbar aggressiver, aber das ist letztendlich nur bei den Römern ein echtes Problem. Fangt hier einfach proaktiv die Schamanen ab. Die Trojaner sollten jeden Angriff verkraften können, sofern ihre Kaserne schön freigehalten habt. Zielobjekte würde ich aber nicht empfehlen, da ihr ohnehin auf verbündetem Gebiet kämpft. Sobald die 2 Stunden um sind, habt ihr gewonnen. Falls ihr aber trotzdem Probleme habt, habt ihr 2 Alternativen. Auf leicht könnt ihr sogar mit F12 einfach durchskippen. Ansonsten könnt ihr auch versuchen, einen großen Tempel und eine Mana-Produktion zu rushen. Denkt in dem Fall nur daran, eure Waffenschmiede abzureißen, damit euch die Manakopter in Ruhe lassen. Wenn ihr ein paar Zielobjekte abreißt, braucht ihr nicht mal eine Goldschmelze. Ihr könnt beide Tempel mit einem Priester zerstören, wobei das etwas tricky ist, weil so viele dunkle Krieger dort rumlaufen. Der Tempel auf der Trojanerseite ist etwas einfacher zu erreichen, wenn ihr euch dann an der Bergkette orientiert, solltet ihr etwas einfacher zum Tempel auf der Römerseite kommen. Es kann auch helfen, sich durch den Schnee zu schmelzen. Wenn es euch gelingt, beide Tempel zu zerstören, gilt die Karte sofort als gewonnen.